Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1974 und das ist Groove on Fight. Müsste von Sega sein, ist ein Arcade. Ihr seht schon die Charaktere, ich lasse die mal einfach ein bisschen so durchgleiten. Werde ich mich natürlich für Falco entscheiden und einfach mal für die Titelheldin. Und tritt dann gleich an gegen die Fraktion Kindergarten. Na, wir gucken mal, wie weit wir da kommen. Ihr seht, man hat hier nette, interessante Special Moves. Da kriegt das Kind... Ah, kann sich doch mal ein bisschen wehren. Ich wollte schon sagen, dann kriegt das Kind überhaupt nichts mit. Wenn der alte Mann... Zack! Genau. Oh, geil. So eine Anime-Wicca oder was? Okay. Ist ja ganz putzig. Also, der Move tut echt weh. Schon an beim Hinsehen. Zack. Das war's. Ja, Falco hat's drauf. Weiß nicht, was Falco uns erzählt. Ist mir auch ziemlich egal. Wir machen einfach mal die nächste Runde. Okay, jetzt die Maskier... Oh geil, ist ein bisschen groß. Also das Kombo-System kommt mir sehr entgegen. Specials werde ich mit Sicherheit nicht hinkriegen. Aber so wie es aussieht, muss ich das auch gar nicht. Zack. Zack. Aber nicht gewalttätig. Okay, also Tag gibt es natürlich auch. Aber ich glaube, das hilft ihm auch nicht so unsagbar. Okay, das war, glaube ich, nicht ganz so gut. Na komm. Ein bisschen hier, ein bisschen. Klopp, mein Freund. So. Mein neuer persönlicher Special Move. Den ich ganz toll finde. So, der ist weg. Genau, du hast gerade ja schon mal die Hucke voll gekriegt. Okay, dann darf jetzt mal das Mädel ran. Mit dem typisch bequemen Outfit. Okay, war das so eine Art Blacklock? Verschnitt? Irgendwas? Kombination Blackdrop? Irgendwas? Da ist der alte Mann aber ein bisschen cooler. Oh geil, jetzt kommen so die androgynen Anime-Fritzen. Ja gut, muss es ja auch geben. Und bevor er wissen will, nein, ich mag Raiden immer noch nicht. Und damit meine ich den Metal Gear Raiden. Den anderen, den MK Raiden, das ist ein anderer Punkt. Oder den SMAP, ist auch was ganz anderes. So, komm. Hau die mal weg. Zieh dir erstmal was an, Junge. Muss den alten Mann doch mal zeigen hier. So geht das nicht. Das geht böse hier auf Rippen. Oh, geil. Was ist das denn? So ein Anime-Billive-Kit. Oh, mein Gott. Ja, dich muss ich jetzt erstmal hier in die Altcharakter-Tonne packen. Also, das ist ja. Ist ja ein Skandal. Ja, auf Wiedersehen. Der alte Mann hat's drauf, ey. Also, Falco. Ich könnte jetzt sagen, Rock me Amadeus, aber... coole Scheiße. Oh, jetzt kommen bestimmt die...
sind wir jetzt bei... Boah, was ist das denn? Cyber... Polizei. Sozusagen die Anime Judge Dredd Version. Tanzt mich aus, das mag ich gar nicht. Aua. Ah, das sieht nicht gut aus für unsere Lebensenergie. Ja, zack. Erstmal müssen wir die mal ganz schnell weghauen, weil... Aua! Ist doch klar, warum sind die Bösen immer 10 cooler? Weil sie auch die besseren Moves haben. So. Du bist immer noch nicht weg, ne? Boah, ich hab sogar verloren. Ja, du bist toll. Klar, du bist ja auch verführt vom Bösen. Klar, continue. So, nehmen wir mal andere. Komm, nehmen wir mal hier die ganz maskulinen. Vielleicht hast du ja irgendwas drauf, was man brauchen kann. Wenn einer sich übrigens mit dieser Serie auskennt, ne, gerne die Info, warum die sich hier die Maske blutig kloppen. Also ich kannte das nicht. Aua. Ah, das ist schön. Das finde ich gut. So. Nein, lass dich nicht besiegen. Ah. Das ist nicht gut. Ja, Cowboy Dingenskirchen kann gar nichts, oder was? Na gut, hat so einen Power Punch. Okay, das war jetzt auch nicht wirklich beeindruckend, mein Freund. So. So, mal gucken, was kann denn Mr. Verrückter Professor? Der kann bestimmt alles. Der... Aua! Aua, 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 aua. Natürlich. Der Major Bison von Groove on Fight kann natürlich alles. Okay, den hatten wir. Nehmen wir mal den nächsten rein. Aha. Da hinten sind auch irgendwelche zwei ausgegraut. Oh. Au. Schöner Piledriver. Da wäre selbst der Undertaker noch stolz drauf. Der zwar ein bisschen stylischer aussieht als du, du... Was auch immer du darstellen willst. Ah, komm. Auf jeden Fall hat er bei Ogrid Mee im Wettklatschen hervorragend aufgepasst. Also das kann er ja wirklich wie kein Zweiter. Ah, super. Wird auch noch Super Ninjo ausgekontert. Du siehst doch aus, als wärst du beweglich. Du bist ja bisher echt die Superwurst. Ja. Gut, also er kann nix. Das entscheide ich jetzt einfach nach 2 Sekunden. Der kann nix. Ja, ja. So. Die machen wir gleich. Die haben wir. Okay, die sind ausgegraut. Okay. Warum ist er nicht ausgegraut?
Man kann auch zweimal den gleichen Charakter wählen. Okay. Achso, es sind so wieder so ähnliche komischen Killer-Zwillinge. Okay, da komme ich irgendwie gar nicht mehr zurecht. Die machen auch kaum Schaden. Aber saugen Energie aus. Das ist ja immer ganz putzig. Und schmeiß mit den dritten. Das ist immerhin ganz putzig. Ach du. Die kann man aufheben? Man kann mit seinen eigenen Gefallenen. Das ist ja unglaublich. Ja, gut. Komme ich überhaupt nicht mit zurecht. Okay, ja, weiß ich. Den einen muss ich noch machen, den maskierten. Ich nehme jetzt gleich noch einmal sozusagen das Mirror Battle. Das ist schon mal eine Fernwaffe. Das ist schon mal, glaube ich, nicht ganz verkehrt. Schön! Ja, hättest du das öfter gemacht, wäre das schön gewesen. Hätten wir auch gewonnen. Okay. Oh geil, das war ja schöner. Ach du meine Fresse. Sind sie sauer. Mit einem absolut cheap Win. Ja, gut, da brauche ich, glaube ich, nicht anzutreten. Ja, yeah. Keine Chance. Ja, yeah. So, jetzt machen wir die beiden. Und dann machen wir nochmal Falco und den anderen, den wir noch nicht hatten. Und dann reicht das auch. Also wenn ihr noch weitere Tipps habt für... Also das zum Beispiel hat mir jemand als Tipp gegeben. Ja, mach doch weiter mit deinem Elektrostab, Mensch. Das ist vielleicht nicht fair, aber das sind die Bösen. So, jetzt nochmal schnappen. Mein Gott. Was ist das? Ist das ein Killer-Jojo oder was? Okay. Also irgendwie so ein Cyborg, natürlich. Schön. Gott, da konnte ich nichts mehr machen. Okay, machen wir noch einen letzten Versuch. So, zack. Ja, mal gucken. So, das war schon mal gut. Ja,
Ja, genau. Das ein paar Mal. So, jetzt rein. Ja, schön. So. Na gut, da keine Chance. Hallo? Was bist du denn? Du könntest ja mein Lieblingscharakter werden. Schön! Also, der hat's drauf. Der hat's auch mal echt drauf. Was auch immer. Ich saug dich aus. Ja, der alte Mann kann das. Oder vielleicht sollst du sagen, ich kann mal nicht aussaugen, du bist schon alt. Verzieh aus dem Turnier. Alter Sack. Egal, das räumt der eine jetzt mit Sicherheit mal eben kurz ab. Ja. Mit zwei schönen Tombstones. Seid ihr wahrscheinlich seht, Alter geht vor Schönheit. Okay. Aua, aua, aua. Oh, ja, mal ein schönen Kombo. Ja, gut, das ist chancenlos. Mal gucken, ob... Das sieht gut aus. So, der ist weg. So, dann kommt jetzt... Okay, das war nur ein One-Fight. Bristol. Das ist bestimmt Endgegner. Boah, der sieht aber echt fit aus. Auch. Schön. So. Schön. Ja! Egal. Den einen Treffer setze ich aber locker. Tschüss. Jo. Wunderbar. Okay, es kann nur einen geben, ja? Böse. Ah. Schön. Kloppen sich gegenseitig, kommt der Bösewicht. Schön. Ah. One on two. Nee, ist klar.
Den haben wir. Jetzt kommt Vlad und reißt mir bestimmt den Arsch auf. Boah, wie geil. Mit ein bisschen mehr Energie hätte ich den platt machen können. Wo mache ich denn Continue? Gucken, das sollte doch vielleicht sogar passen. Das will ich jetzt nochmal eben wissen. Den einen versuchen wir mal jetzt noch. Okay, einen machen wir noch, dann reicht das auch. Ja, zack. Aber ist ja cool. Das ist ja mal ein schön unfairer Kampf. Okay, das hat keinen Sinn. Dann würde ich sagen, vielleicht packe ich das irgendwann nochmal aus und zeige euch mal irgendwie spaßeshalber den Endkampf, wenn ich weiß, wie der irgendwie sinnvoll geht. Ansonsten, ich bin euer Mr. Venom 1974 und wenn ihr Spaß hattet, bitte abonnieren, kommentieren, bewerten und wenn ihr noch irgendwelche anderen Tipps habt, wie dieses Game, einfach ab in die Kommentare, ich mache sowas gerne. So, Game Over. Groove on Fight. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich swing jetzt raus sozusagen.